Hermi-Freunde. Ja, heute koche ich wieder mit euch zusammen was ganz, ganz Leckeres. Und zwar mache ich das heute zum ersten Mal. Ich muss einmal von vorne anfangen. Wir sind 4 Mädels, wir machen alle 4 Wochen einen Mädelsabend. Und da ist immer eine dran zum Kochen, die verwöhnt uns Mädels dann immer. Und da gibt es immer ganz was Leckeres. Und am Wochenende, am Samstag war es wieder soweit, haben wir wieder unseren Mädelsabend gehabt. Und wir waren dieses Mal bei der Eva. Eva, hallo. Und die Eva hat uns so verwöhnt und ich war so begeistert von diesem Gericht, dass ich gesagt habe, das wäre doch was für YouTube, das muss unbedingt verfilmt werden. Das war mega, mega lecker. Und zwar hat sie gemacht einen Spaghetti-Bacon-Auflauf. Ich kann nur sagen, also wir Mädels, wir sind ja absolute Nudelfans, Pasta-Fans, aber die Männer wollen es auch. Es ist ja auch ein bisschen Bacon und Speckwürfel mit drin. Ich würde sagen, wir fangen direkt auch gleich an. Ich zeige euch mal, was wir so brauchen. Als allererstes habe ich jetzt gleich mal 500 Gramm Spaghetti bissfest gekocht und habe sie mir in eine Auflaufform gegeben. Bissfest heißt, bei mir ist drauf gestanden auf der Packung, 9 Minuten brauchen die Spaghetti und ich habe sie einfach 6 Minuten gekocht, dass sie einfach noch richtig Biss haben. Ja, das habe ich jetzt schon mal vorbereitet. Dann fangen wir an mit der Soße. Wir brauchen dazu eine Zwiebel und 3 Knoblauchzehen. Die Zwiebel, die habe ich mir jetzt geviertelt. Das kommt jetzt in den Mixtopf rein. So, und das Ganze wird verkleinert wie immer, wie wir immer unsere Zwiebel klein machen. 3 Sekunden auf der Stufe 5. Das Ganze schieben wir uns jetzt nach unten. Und die Zwiebeln, die werden jetzt angedünstet. Und zwar, oh, muss ich gleich wieder weinen, mit 4 Esslöffel Olivenöl. 4 Esslöffel. 1, 2, 3, 4. Jetzt muss noch abtropfen der Löffel. So. Und jetzt kommen noch dazu 100 Gramm Speckwürfel. Ich habe jetzt den ganz mageren Speck genommen. Ihr könnt jetzt ganz normalen Speckwürfel oder Baconstreifen auch nehmen. Aber ich nehme immer das ganz, was heißt immer, das erste Mal. Ich mache es jetzt einfach so, wie sie es gemacht hat. Einfach den mageren. 100 Gramm. So, und das tun wir uns jetzt alles schön andünsten. Und zwar 5 Minuten. 5 Minuten auf der Varoma-Stufe, also wir drehen ein ganz, bis Varoma dran steht und die Stufe 1. So, ein Duft, sage ich euch. Der Knoblauch, die Zwiebel und der Speck. Puh. Zeigt es euch jetzt gerade mal, wie es jetzt aussieht. Jetzt braucht man natürlich noch eine Flüssigkeit für die Soße. Und zwar braucht man jetzt 200 Gramm Sahne, also 200 Gramm Sahne und 300 Gramm Wasser. Also insgesamt braucht man 500 Gramm Flüssigkeit. Ihr könnt jetzt auch halb Sahne, halb Wasser nehmen. Aber wir machen es jetzt genauso wie die Eva. So, das haben wir drin. Dann brauchen wir einen Teelöffel Gemüsebrühe, entweder die selbstgemachte oder die gekaufte. Ich muss mal wieder eine machen, meine ist schon so lange leer, ich komme gerade irgendwie gar nicht dazu. Also einen Löffel. Dann kommen dazu ein bisschen italienische Kräuter. Da hat sie mir jetzt gar keine, nein, Mengenangabe, nein, nur etwas italienische Kräuter. Geht mal halt ein bisschen was rein. Ui, das war aber jetzt viel. Naja, gucken wir mal. Und ein bisschen Salz und Pfeffer. Und
durch die Speckwürfel haben wir ja schon ein bisschen eine Würze drin. Darum braucht man mit dem Salz mal gar nicht so aufhausig. Gucke ich jetzt einmal gerade, ob wir alles drin haben. 200 Gramm Sahne, 300 Gramm Wasser, 1 Teelöffel Gemüsebrühe, Salz, Pfeffer und etwas italienische Kräuter. Ja, das Ganze wird jetzt 5 Minuten auf 100 Grad Stufe 2 aufgekocht. 5 Minuten. 5 Minuten 100 Grad Stufe 2. Sollen wir überhaupt 2 machen? Ja, machen wir 2, so wie es es gesagt hat. Stufe 2. So, die Soße ist jetzt fertig. Schauen wir jetzt gerade mal. So schaut sie aus. Ich probiere sie jetzt gerade mal, ob sie vom Geschmack her, von der Würze her, ob wir da noch was brauchen. Oder ob es so schon reicht. Das lassen wir. Wenn wir wirklich nicht mehr salzen oder so, weil wir haben ja wirklich durch den Speck. So, das gießen wir jetzt drüber. Speckwürfel auch mit rauskommen. Ja, schau dabei, geht wunderbar raus. Ups, wo seid ihr denn? Da seid ihr. Gerade mal ein bisschen auf die Seite, ja, dass wir ein bisschen mehr Platz haben. Ich verrühre es jetzt gerade noch ein bisschen rein, eben die Speck. Boah, ich sag's euch, das war lecker. Mein Gott, mein Gott. Wir waren jetzt 4 Mädels und von der Menge her sind ja 500 Gramm Nudeln. Also wir 4, wir haben es nicht gepackt. Es gab ja auch nur Vorspeise. Das war die Hauptspeise. Einen Salat gab es nur dazu und eine Nachspeise. Also wie gesagt, für 4 Leute ist es wirklich mit Salat zu viel. Wir sind jetzt 3. Ich denke, bei uns wird es da jetzt morgen auch noch einen Rest geben, aber ich wollte jetzt einfach mal das Originalrezept machen, dass ich einfach, dass es wirklich genauso schmeckt, hoffe ich. Schaut mal, so schaut es bis jetzt aus. Und jetzt kommt oben drauf eine Kugel Mozzarella in Scheiben geschnitten. Die wird jetzt einfach da oben noch so verteilt. Gebläse ausmachen hier. Ja, so Mädelsabend, das hat schon was. Also da freue ich mich jeden Monat drauf, wenn wir uns da treffen. Das machen wir jetzt noch gar nicht so lang. Aber ich hoffe, dass wir dabei bleiben. Nächstes Mal bin ich dran. Ich bin ja gespannt. Weiß noch gar nicht, was ich kochen werde. Das ist immer also so nett. Und jeder meint es immer noch besser und kocht noch größer auf und mit Nachspeise. Und oh, das ist immer so toll. Und da wird dann gequatscht und gelacht und trunken und ach, total schön. Ja, Mozzarella haben wir drauf und jetzt kommt oben drauf Baconstreifen, also Scheiben, Baconscheiben. Ich habe jetzt einmal ein so ein Päckchen gekauft, da steht jetzt eben nichts dabei, wie viel. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das, der wird ja eh nur zusammenschrumpfen. Wie viel sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5. Ach, ich leg die mal, die hat sie eigentlich schon auch ziemlich dicht liegen kann. Oh, und der wird dann knusprig oben. Oh, Wahnsinn. Wahnsinn, war das lecker. Und solche Rezepte brauche ich immer. Für meinen YouTube-Kanal, sowas will ich dann immer zeigen, wo wirklich absolut genial schmeckt. Und wie gesagt, ich verfilme euch ja wirklich nur Rezepte, die ich schon getestet habe, von dem ich zu 100% überzeugt bin. Das ist, wie gesagt, Premiere dieses Mal, aber ich habe es ja schon gegessen. Sonst würde ich es niemals verfilmen, beziehungsweise würde ich es gar nicht reinstellen. Das habe ich am Anfang gemacht, dass ich gefilmt habe, einfach zum Probieren. Das mache ich jetzt, hoffentlich schmeckt es, aber wenn es dann nicht 100%ig schmeckt, habe ich es gar nicht hochgeladen, das Filmchen. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Schiebt man es halt nur ein bisschen, weil bei der war das schon ziemlich überall dran, der Bacon. Ich habe jetzt, wie gesagt, bloß den Bacon kaufen müssen. Die Speckwürfel habe ich eigentlich meistens daheim.
Jetzt habe ich bloß noch wegs den Bacon fahren müssen. Und was ich nur geholt habe, das war Petersilie. Weil die hat dann am Schluss auf den fertigen Auflauf frisch gehackte Petersilie noch so drauf gestreut. Mei, ich sag euch, das Auge ist mit. Und das hat eben ganz toll ausgeschaut. Ja, ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eine Packung, 8. Schmarrn, da liegt noch einer, 9 wären's. Aber wie gesagt, 8 habe ich jetzt oben drauf gelegt. Ja, ich lasse das Ganze jetzt einfach noch stehen. Wie ihr wisst, bei mir wird abends gekocht. Jetzt ist wieder 13.03 Uhr. Ich richte es jetzt einfach wieder schön her für heute Abend. Ich decke mir das jetzt noch ab. Ja, und heute Abend schiebe ich es dann bei 200 Grad Ober-Unterhitze für circa 30 Minuten in den Backofen, bis die Bacon oben schön kross sind. Ja, so werde ich es machen. Ja, und dann zeige ich euch heute Abend, wie es ausschaut. Also schmecken tut's, hoffe ich, genauso. Ja, dann sage ich, bis später, 60 Minuten sind rum. Oh, ich freue mich. Ich hole es jetzt raus und zeige es euch. Ich habe euch wirklich nicht zu viel versprochen. Schau, da, ups, dass ich es nur runterschmeiße, das wäre es jetzt. Schau jetzt mal, wie es jetzt ausschaut. So sieht es jetzt aus. Oh, ich freue mich. Kippe ich euch gerade mal runter und zeige es euch mal von nah an, dass ihr das wirklich ganz genau seht. Schaut mal. Der Bacon ist schön knackig oben, die Nudeln überhaupt nicht trocken, durch die Soße, der Käse. Ich freue mich jetzt wahnsinnig, wenn ich das jetzt mit meiner Familie essen kann. Ich stelle euch dann ein Foto im Anschluss noch rein, wie ich es auf dem Teller habe. Bin ganz außer Atem, habe gerade meinen Sohn von der Arbeit geholt und dabei den Auflauf im Ofen und ach, aber jetzt wird gegessen. Ja, im Anschluss, wie gesagt, stelle ich euch ein Foto noch rein, wie ihr das dann auf dem Teller schön angerichtet seht. Jetzt mache ich das noch genauso, wie meine Freundin das gemacht hat. Und zwar kommt jetzt noch frisch gehackte Petersilie obendrauf. Dann schaut das natürlich gleich nochmal viel leckerer aus. Ja, fühl dich geehrt, dass ich es verfilmt habe. Ihr wisst es ja, ich verfilme wirklich nur leckere Sachen, von denen ich wirklich zu 100% überzeugt bin und mir das wirklich total gut schmeckt. Schaut mal, oh, so schaut es jetzt aus. Ja, ich verabschiede mich bei euch. Ihr wisst das Rezept, schreibe ich euch wie immer unten in die Infobox. Ihr braucht es nur unten, unter dem Video rechts ist so ein kleines Häkchen. Einmal da draufklicken und dann macht eine Seite unten auf. Und da steht dann das genaue Rezept, so wie ich das heute gekocht habe. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Abonnieren nicht vergessen, damit ihr ja das nächste Filmchen nicht verpasst. Macht es gut. Bis bald. Liebe Grüße, eure Tanima.